wir sind schwanger! Bravo! Als magisches Medium teile ich mit dir meine Readings aus dem Alltag, Erkenntnisse, magische Reisen und Wochenbotschaften für dich. Bleib dran! Habe ich gesagt, ein magisches Medium? Ich bin ein magisches Medium. Ihr Lieben, heute möchte ich euch von einer Klientin A erzählen, gefühlt seit über 10 Jahren mit ihrem Mann B zusammen. Als ich meine Klientin A vor 2 Jahren ungefähr wirklich auch durch das Reading, ne, als wir da zusammenkamen, da war es tatsächlich noch so ehrlich, dass man immer so, ja, aufgrund der Selbstständigkeit, oh, und der hat so wenig Zeit und der will nicht heiraten und hin und her. Das waren so Themen, da haben wir uns echt, da sind wir vor 2 Jahren mit angefangen. Und so über die Zeit hast du dann echt gesehen, dass es wirklich, wirklich immer besser wurde. Warum wurde es denn auch besser? Weil ich ihr tatsächlich auch immer was sagen konnte. Also, wie fühlt sich ihr Mann? Also wirklich, was braucht er? Und das war so lustig, dass ich irgendwann auch mal gesagt habe, du meine liebe A, im Moment beklagst du dich, dass dein Freund B so viel auf Achse ist und abends nicht zu Hause. Ich sag, meine liebe A, der Tag wird kommen, wo du sagen wirst, der hängt nur noch zu Hause. Und das hatten wir jetzt ansatzweise schon, aber der Reihe nach. So, also von daher wirklich von dieser Ausgangssituation, wirklich von vor 2 Jahren, wo da ein Pärchen ist, wie gesagt, so 8 Jahre zusammen und ne, lief irgendwie so mittelprächtig und dann dieses wirklich so weit begleitet, dass letztes Jahr die weiße Hochzeit war, genauso schön, wie sie sich das wirklich immer gewünscht hat. Zeitgleich liefen dann auch schon immer, ja, Baby-Versuche, die dann aber missglückten. Und da habe ich mich auch reingefühlt und das fühlte sich für mich auch wirklich an, dass ich gesagt habe, du, da ist, glaube ich, Unterstützung auch nicht verkehrt. Und auch da war es jetzt so, dass es nun auch einige Versuche gedauert hat, aber das ist manchmal auch so. Wenn du im Leben, ja, ich will nicht sagen, wenn man ansonsten alles hat, nee, es geht eher so auch darum, ganz ehrlich, was manchmal auch dann bei uns so auf dem Plan einfach auch draufsteht. Ganz ehrlich, das erfahren wir ja tatsächlich erst, wenn wir auch mal irgendwann die Seite wechseln. Und auf jeden Fall hatten die Klientin A und ich heute wieder ein Reading. Und es war so, so schön, weil sie kam heute, ich wollte gerade sagen, frisch schwanger. Ist das nicht schön? Ehrlich, es hat mich so beseelt. Sie hatte mir die Nachricht letzte Tage schon geschickt und heute, wie gesagt, haben wir uns dann im Call gesehen und es war so, so schön. Also, es hat mein Herzchen einfach, ehrlich, was gibt's Schöneres, als mit dem Kind beglückt zu werden? Und, mein Gott, jetzt bin ich so in diesem Babyglück, dass ich meinen Satz hier gar nicht zu Ende kriege. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ehrlich, weil mich das so gefreut hat. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ne? Wenn man geht da so mit und, das war einfach etwas. Ja, diese kleine Familie wird vollständig. Ach so, und das wollte ich sagen. Und ich habe es über die ganzen Jahre immer gesehen. Ich konnte ihr da wirklich immer Mut machen und sagen, du, ich sehe da sogar 2 Kinder. Es war echt so, so schön. Ja, ach, witzig ist da vielleicht auch noch, dass diese Klientin A auch noch eine ältere Hundedame hat. Und das ist auch so schön. So ein hübsches Tier, also wirklich eine ältere Hundedame. Und das ist tatsächlich so, du siehst es dem Hund an, dass er es auch weiß, ehrlich. Du siehst die beiden dann und der Hund guckt seinen
dann das Herrchen an, ne? Oder sein Frauchen besser gesagt, und du siehst es ihr an, dass der Hund das weiß. So, also so sinngemäß, wirklich so, du weißt es auch, ne? Ehrlich, es ist so, so schön. Ja, was kann ich dann heute noch Gutes tun? Ja, heute, wie gesagt, die Schwangerschaft ist ja gerade erst ein paar Tage frisch verkündet. Noch ein ganz neues, frisches Geheimnis, ne, was man ja auch erst immer mal, eigentlich immer noch so für sich behütet. Und auch da habe ich mich so reingefühlt. Und für mich hat es sich angefühlt, dass ich es erzählen sollte, weil es ist auch immer eine Energiesache, ne? Also so, die Ärztin hatte heute so ein bisschen Angst gemacht wohl, ne? Auch in diesem, ja, wenn wir hoffen, dass alles gut geht, ne? Und dann kommt ja schon wieder so ein ungutes Gefühl. Du, ich sag, meine Liebe, wir entspannen uns, es ist alles gut. Also erzähl es, dass ganz viele Leute, ja, ich sag mal, mithoffen, mitbeten. Da gibt es ja tatsächlich Studien drüber. Also wirklich über dieses Beten, Hoffen, diese Gruppenenergie, das bringt einfach was. Also von daher, ehrlich, ich würde mir jetzt kein Schild umhängen, aber meinen besten Freunden und der engsten Familie würde ich es definitiv erzählen. Ich würde alle bitten, dass sie mit in diese Energie einsteigen. Ja, und dann haben wir noch Folgendes gemacht. Ich hatte mich so mit der lieben A verbunden und ich fühlte so richtig, es fühlte sich hier so beklemmt an, dass ich gesagt habe, oh ja, irgendwie das Gespräch mit der Ärztin heute Morgen, es hat mir so einen Stich gegeben und ich sage, weißt du was, du müsstest doch jetzt hier, Halleluja, ne, ich bin schwanger und freuen und ne, nicht in dieses und einfach hier auch wieder um die Energie hier wirklich zu öffnen, dich wieder groß zu machen, habe ich sie dann echt mitgenommen und dann haben wir heute wirklich eine Trance-Healing-Meditation gemacht. Also wir haben uns beide schön entspannt hingesetzt und sie durfte sich das aufnehmen und da waren wir ungefähr, ja, 15 Minuten wirklich an einem sehr schönen Ort. Sie hat entsprechende, wirklich auch für sie im Moment gerade notwendige Heilworte bekommen und Heilenergie empfangen, die ich weiterleiten konnte, weil bei dem Trance Healing ist es tatsächlich so, dass ich nur, ja, ich sag mal, das übermittle, ne? Also ich bin nur Übermittlerin der Heilenergie und das ist für mich schön, das war für sie schön. Und da lautet die Empfehlung dann tatsächlich auch immer, dass jeden Tag wirklich mal sich diese Viertelstunde zu gönnen, weil es wird immer wieder passieren, dass irgendjemand, ja, ich sag mal, dich irgendwie triggert oder dass du so denkst, ich sag, dann hörst du dir sofort dieses schöne Trance-Healing an und kommst wieder in dieses und kannst dich hier öffnen. Also von daher, das war heute so, so schön. Das war zwar jetzt eine Zusammenfassung wirklich von einigen, ja, Jahren, sprich zweien, aber ist das nicht auch toll, wenn du wirklich von dieser Geschichte siehst, von dieser jungen Frau, die so denkst, oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob diese Beziehung, ne, das ist manchmal so schwierig und er ist abends nie da, was soll ihn davon halten? Mittlerweile verheiratet, alle Schwierigkeiten überwunden, auch die technischen im Sinne von, oh, ich glaube, ich habe das Mikrofon jetzt nicht zu doll geklatscht. Ich pass auf beim nächsten Mal. Aber dass es selbst diese technischen Schwierigkeiten jetzt hier überwunden sind, dass die Gute schwanger ist. Und ehrlich, also diese Freude muss ich heute einfach teilen. Und ich finde, ihr solltet sie alle mitteilen.